Sehr oft kommt vor, dass wenn wir Leute treffen, die nicht so religiös sind, nicht Tefillin legen, nicht Schabbat halten, und wir sagen ihnen, leg Tefillin, leg Schabbat, ist koscher, Shiur Torah, gibt es normalerweise dieses Statement, das die Leute von sich geben. Ah, ich bin ein Jude im Herzen. Ich bin ein Jude im Herzen. Ich glaube im Herzen an Gott, ich glaube im Herzen an die Torah. Hauptsache, ich bin ehrlich, so wie ich bin. Und dann gibt es aber noch ein zweites Statement, und darüber wollen wir heute reden. Und da das, was die Menschen sagen, Torah, Mitzvot, wozu? Hauptsache, ich bin ein guter Mensch. Hauptsache, ich bin ein guter Mensch. Schau, es gibt Rabbiner, sagen dann die Leute. Vergewaltiger, Ganoven, Betrüger. Kennt ihr das? Geldmacherei. Ja, es gibt die. Schießt die Leute für die ganze Zeit. Ja, Hauptsache, ich bin ein guter Mensch. Ich ehre Eltern nicht, ich stehle nicht, morde nicht. Ja, diese Definition, guter Mensch, ist eine eigene Sache, was das alles bedeutet. Weil es ist gar nicht so einfach, ein guter Mensch zu sein. Aber trotzdem sagen, wozu brauche ich die Religion? Wozu brauche ich überhaupt Gott? Wozu brauche ich Gott? Wozu muss ich an Gott glauben? Und die Menschen oft kommen mit einem Argument, das ist sehr, sehr, sehr hart. Umgekehrt, der Glaube an Gott führt zu Kriegen. Die Religion zerstört die Welt. Und du bist so harte, starke, so schlimme Sachen, was Leute sagen über Religion, über den Glauben an Gott. Es gibt Leute, die das missbrauchen, sehen wir ja. Aber wir wollen heute darüber reden, Bemet, brauchen wir wirklich Gott? Und brauchen wir die Tora, um gute Menschen zu sein? Damit ich nicht morde, nicht stehle, nicht lüge, nicht betrüge, nicht Ehe breche, nicht vergewaltige, nicht schlage, brauche ich dafür Gott? Brauche ich da eine Tora? Was sagt ihr? Nein. Nein. Was sagst du? Ja. Woher ich sage ja. Was sagst du? Damit wir was? Damit ein Mensch ein guter Mensch ist. Ja. Nicht mal ein Mensch, nicht stiehlt man. Braucht er den Glauben an Gott? Braucht er die Tora dafür? Und das sind doch Dinge, die gesellschaftlich abgeklärt sind. Ja, jede normale Gesellschaft, man mordet nicht, man schilt nicht, sonst kann man nicht leben zusammen. Müssen die Menschen an Gott deshalb glauben? Müssen die Verfasser im Parlament religiös sein, um faire Gesetze zu schreiben? Was sagst du? Einfach mal nicht. Du sagst nein. Ich meine wirklich, wenn wir das so ganz oberflächlich betrachten, ihr alle habt recht schnell geantwortet auf diese Frage mit. Die meisten mit Nein brauchen wir nicht. Aber oberflächlich gesehen, was hat der Glaube mit Gott zu tun, mit einem guten Menschen zu sein? Der Glaube an Gott verpflichtet mich, spirituell zu sein, religiös, Tefillin, Schabbat, Tzitzit. Hat nichts zu tun mit den Mitmenschen. Aber für Zwischenmenschlichkeit, wozu brauche ich Gott? Wozu brauche ich Torah? Zwischenmenschlichkeit, die Menschen lernen mit der Zeit, wie sie miteinander umgehen müssen, damit man normal leben kann. Das hat nichts mit Mystizismus zu tun, hat nichts mit Religiosität zu tun. So könnte man glauben. Aber unsere Parashat Mishpatim, kommt nach Parashat Yitro, das ist wirklich eine gute Gelegenheit, darüber zu reden, dass das nicht so ist. Denn wir können tatsächlich nicht gute Menschen sein, ohne den Glauben an Gott, Nummer eins. Und wir können nicht gute Menschen sein, ohne dass wir an die Torah glauben. Wir brauchen beide diese Dinge. Wir brauchen den Glauben an Gott. Und wir brauchen auch die Torah, an die wir glauben, um gute Menschen sein zu können. Warum ist das so? In Sefer Bereshit, als Gott die Welt erschafft, den Menschen erschafft, am Ende der Parasha Bereshit, wo schon Gott die Welt wieder zerstören möchte, gibt es einen sehr interessanten Vers. Und der Vers lautet so: Kol Yetzer Machshavot Libo, Rak Ra Kol Hayom. Kol Yetzer Machshavot Libo, Rak Ra Kol Hayom. Bedeutet, alle Gedanken des Menschen, alle Neigungen des Menschen, alle Triebe des Menschen, die ganze Zeit trachten sie danach, Schlechtes zu tun. Die Torah kommt und bezeugt über den Menschen, dass er eigentlich ein großes Monster ist. Wenn wir wüssten, dass Menschen denken, fühlen, welche Neigungen sie haben, wir würden ihn gleich in die Psychiatrie schicken. Ja, ein Mensch ist verheiratet, hat drei Kinder, 20 Jahre verheiratet
und noch immer er schaut auf andere Frauen. Bist du verrückt? Du bist 20 Jahre schon verheiratet. Hast du, wie kannst du überhaupt auf andere, nicht dass er das macht, aber er hat diese Neigung dazu. Ja? Ein Mensch ist reich, reich, wohlhabend, er hat genug Geld und trotzdem beneidet jemanden dafür, dass er ein bisschen mehr hat als er. Warum? Was fehlt dir? Und der Mensch hat schlechte Eigenschaften und er ist wirklich ein Monster. Wir sehen, wenn ein Mensch diese Eigenschaften rauslässt, er zerstört die Welt. Wir sehen Menschen, wer zerstört die Welt? Die Menschen zerstören die Welt. Die Umwelt, die Welt, alles zerstören die Menschen. Alle anderen Geschöpfe machen ihre Aufgabe, können sich schön integrieren und akzeptieren ihre Stellung auf der Welt. Und der Mensch muss immer alles, er muss immer alle diese, jeden Rahmen brechen und alles kaputt machen und schlimmer machen. Der Mensch ist laut Sefer Bereshit. Nochmal, das ist nicht die Schuld des Menschen, so hat Gott den Menschen erschaffen. Gott erschafft den Menschen, dass er ein Monster ist, dass er schlechte Neigungen hat und immer, immer trachtet er nach Schlechtem. Immer trachtet er. So ist sein seelisches Leben, so ist sein inneres Leben. So, jetzt ist die große Frage, wie bemäht kann der Mensch dieses innere Monster zähmen? Wie kann der Mensch, obwohl er innerlich so schlecht ist, wie kann er trotzdem gut sein? Wie kann er ein guter Mensch sein? Wie kann er sich gut verhalten? Das ist ja nicht von alleine. Von unserer Natur sind wir Monster. Ja, steckst du einen Jungen in den Dschungel ohne andere Menschen, also wie wird er sich verhalten? Wie ein Tier. Er wird genauso sein. Er wird fressen wie ein Tier. Er wird umbringen wie ein Tier. Ja, er weiß nichts anderes. Das ist so, so ist seine Natur. Das heißt, der Mensch hat das alles schon drinnen. So, wie kann also der Mensch mit all seinen negativen Elementen in sich, wie kann er trotzdem ein guter Mensch sein? Warum sollte überhaupt ein guter Mensch sein wollen, mit all dem Schlechten, was er hat? So, bemerkt, es gibt zwei Motive für einen Menschen, der nicht an Gott glaubt, der nichts mit Religion zu tun hat. Es gibt zwei Motive, warum er ein guter Mensch sein sollte, warum er sich gut verhalten sollte. Erstes Motiv, er hat Angst. Er hat Angst vor dem Gesetz. Ja, es gibt Gesetze in einem Land, du darfst nicht morden und wenn du mordest, so und so und so. Es gibt Strafen. Er hat Angst vor diesen Strafen, er möchte diese Strafe nicht kriegen, er hat Angst. Deshalb, er würde das gerne machen. Und er glaubt vielleicht sogar, dass das okay ist, was er machen möchte. Aber er traut sich nicht, weil er hat Angst, dass er erwischt wird, dass er bestraft wird. So, diese Angst ist ja nicht nur Angst vor dem Gesetz, es kann auch Angst sein vor der Gesellschaft. Angst sein, dass man ein Außenseiter ist, wenn man sich anders verhält. Ja, jeder lebt in seiner Gesellschaft, jeder hat Leute um sich und die Leute schämen sich, Dinge zu machen, wo er weiß, dass es von der Gesellschaft geächtet ist. Es gibt Menschen, die sind so frech, die machen, was sie wollen, haben von niemandem Angst. Aber normalerweise ein Mensch, er macht keinen Blödsinn, weil er Angst hat vor den Gesetzen. Oder vor der Gesellschaft. Oder was würden Leute dazu sagen, wenn er das macht? Ja, wir alle hier haben verschiedene Arten von Neigungen, die schlecht sind und würden sie alle gerne ausleben. Aber wir machen es nicht. Eines der Gründe ist, weil wir Angst haben, dass wir dafür bestraft werden. Dass man die Polizei ruft und wir Geldstrafe zahlen müssen. Nur so ist das. Oder eine andere Strafe. Ja, ich bin sicher, jeder kann mal in Verführung etwas von irgendwo zu klauen. Und eines der Gründe, warum wir das nicht gemacht haben, ist, weil wir sagen, hier gibt es eine Kamera, es gibt ein Schild draußen, Videoüberwachung, jeder Diebstahl wird zur Anzeige gebracht. Okay, zahlt sich nicht aus. Okay, jetzt gibt es ein zweites Motiv, warum der Mensch, der nicht an Gott glaubt und nicht religiös ist, ja, warum ein Mensch ein guter Mensch sein sollte, das ist sein Gewissen. Der Mensch hat ein Gewissen, ja. Der Mensch ist zwar innerlich ein Monster, aber Gott hat ihn erschaffen in deinem Kopf, was Tiere nicht haben. Und der Mensch hat ein Gewissen und sein Gewissen sagt ihm, das ist nicht okay, was du machen möchtest. Das ist nicht richtig. Es ist falsch. Das ist nicht gut. Das ist böse. Der Mensch hat ein Gewissen und dieses Gewissen hält den Menschen davon ab, Schlechtes zu tun, obwohl er gerne möchte, aber er tut es nicht. Ja. Ein Mann ist seiner Frau treu, nicht weil Angst hat, dass er erwischt wird. Er hat ein Gewissen. Ich habe eine Frau, meine Frau verlässt sich auf mich. Ein Mensch könnte jemanden betrügen und betrügt ihn nicht. Er hat ein Gewissen. Er vertraut mir. Ich bin ehrlich, ich will ehrlich sein. Wie kann ich das machen? Nicht, dass er Angst hat, erwischt zu werden, aber er hat ein Gewissen. So,
So, das gibt so das wie ein Gewissen, ein Matzpun. Okay? Also das sind zwei Motive, die einen Menschen dazu bringen, Gutes zu tun. Und das hat nichts mit Gott zu tun und nichts mit Religiosität zu tun. Aber ich frage euch, reichen diese zwei Motive, um ein guter Mensch zu sein? Nicht immer. Du sagst nicht immer. Reichen sie nicht? Nicht immer. Ich würde sogar sagen, sie reichen meistens nicht. Weil du kannst diese zwei Sicherheitsvorkehrungen vor dem Schlechten überwinden. Der erste kannst du sehr leicht überwinden. Na, der Mensch hat Angst, erwischt zu werden. Er wird sich eine Hinterlist ausdenken, dass er nicht erwischt wird. Der Mensch schämt sich vor anderen. Ne? Der Mensch kann so frech sein, dass er sich vor niemandem schämt. Auf offener Straße macht er, was er möchte und ihm ist alles egal. Also das kann man hintergehen. Ja, Angst hier. Wir sehen, Leute sind Diebe, Räuber, Betrüger. Alles machen sie, ohne dass es jemand weiß. Von den wenigsten, weil die wenigsten erwischt man nebenbei. Von den wenigsten hörst du, man hat ihn erwischt. Steuerhinterzug, Mord. Aber die meisten erwischt du sowieso nicht. Und sie machen. Und das halt, die Leute machen weiter. Weil sie machen so, dass sie nicht erwischt werden. Und auch das zweite Motiv, das Gewissen, auch das kannst du hintergehen. Der Mensch hat ein schlechtes Gewissen, aber dieses Gewissen ist manipulierbar. Das Monster im Menschen kann sein Gewissen manipulieren. Er kann ihm einreden, das ist nicht zu schlimm. Er kann ihm einreden, das ist okay, das ist erlaubt. Nicht dadurch bin ich ein schlechter Mensch. Ausnahmsweise. Oder was auch immer. Oder ich brauche das jetzt unbedingt. Also wir sehen, diese zwei Sachen kann der Mensch leicht oder schwer, aber er kann sie umgehen. Denn jeder normale Mensch hat entweder Angst vor Strafe und hat ein Gewissen. Aber wieso machen Menschen trotzdem Schlechtes? Weil sie beides reinlegen. Die Angst vor Strafe überwinden sie und ihr Gewissen legen sie auch rein. Beschut. Oh, jetzt passt auf. Aber was passiert, wenn ein Mensch an Gott glaubt? Und ich rede von einem Gott, wie wir Gott verstehen. Nennen wir das den klassischen Gottglauben. Es gibt Gott und Gott sieht dich, was du tust. Und Gott sagt dir, das darfst du nicht machen. Du darfst nicht morden, darfst nicht stehlen, darfst nicht betrügen, du musst ehrlich sein. Das ist ein Mensch, der an Gott glaubt. Automatisch gibt es eine weitere Sicherheitsvorkehrung vor dem Schlechten, vor der schlechten Tat. Denn er weiß, Gott sieht mich. Gott weiß, was ich mache. Gott möchte nicht, dass ich es mache. Ich habe Angst vor Gott. Immer wenn dich jemand sieht, du hast Angst, du machst deine Sache nicht. Und vor allem, wenn das jemand ist, vor dem du wirklich Angst haben musst. Und du nicht mit ihm kämpfen kannst und vielleicht gewinnen kannst am Schluss. Gell? Also der Glaube an Gott ist sehr wohl eine sehr, sehr wichtige Sicherheitsvorkehrung, um kein Blödsinn zu machen. Immer sind drei Sicherheitsvorkehrungen besser als zwei. Aber der Glaube an Gott ist eine sehr, sehr effektive Sicherheitsvorkehrung. Weil auch wenn der Mensch nicht Angst hat vor dem Gesetz, auch wenn der Mensch sagt, die Menschen irren sich in ihrem Gesetz, doch wenn der Mensch kein Problem hat mit seinem Gewissen, weil er sagt, nein, okay, ausnahmsweise, aber der Glaube vor Gott wird ihn schließlich schützen, damit er das Richtige macht, damit er nicht einen Blödsinn macht. Ja, das ist, wir sehen also doch, wie der Glaube an Gott einen Menschen hilft, ein guter, ein besserer Mensch zu sein. Nochmal, wir reden von dem Glauben an den klassischen Gott. Wir werden gleich sehen, dass das heute schon nicht mehr ist. Wir brauchen den Glauben an Gott und den Glauben auch an die Tora. Aber davor noch erzähle ich euch ein Maße, das war. Es war einmal Rabbi Arashab, der fünfte Lubavitcher Rebbe. Er war in Wien. Sein Ärzter hat gesagt, soll nach Wien fahren für Medizin, für eine medizinische Behandlung. Und er hat geschickt seinen Diener, dass er ihm kaufen soll Medizin, Arznei. Der hat ihm gesagt, geh in diese und diese Apotheke. Ich glaube sogar, das war die Barmherzigen Brüder Apotheke. Die gibt es ja heute noch. Ja? Geh in die Apotheke, kauf mir dort die Medizin, nicht in einer anderen Apotheke. Warum? Weil dort die Menschen sind, glauben an Gott. Ja, das ist etwas Kirchliches, Christliches. Ne? Sag, kauf mir meine Medizin bei Menschen, die an Gott glauben. Die nicht nur an Gott glauben, die vor Gott Furcht haben. Denn dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass sie ehrlich sind und dir das Richtige verkaufen.
gelohnt, dass sie wirklich geben, was du brauchst. Wenn du das woanders kaufst, man weiß nicht, was man die dort gibt. Also kauf dort. Und das am Christ nicht. Also, aber der Glaube an Gott automatisch, er schützt dich. Er schützt dich, du bist auf einmal ein Du. Das hast du im Hintergrund. Gott sieht mich, ich glaube an Gott, das passt nicht, dass ich das mache. Und schauen wir uns an, im Laufe der Geschichte, wenn wir uns anschauen, die Geschichte der Neuzeit, 100 Jahre zurück, ja, wer die grausamsten Menschen, die größten Verbrecher der Menschheit, waren Menschen, die nicht an Gott geglaubt haben. Ja, Hitler und Stalin, mach schon mal. Das waren zwei Menschen, die Millionen von Menschen ermordet haben. Sie waren Atheisten, die haben nicht an Gott geglaubt. Wenn sie an Gott geglaubt hätten, würden sie das nicht machen, was sie gemacht haben. Davon bin ich überzeugt. Aber andererseits gibt es da eine Nation und ich bin nicht für oder gegen, es geht nicht darum, ja, und niemand ist perfekt. Andererseits gibt es die Amerikaner, ja, es gibt Amerika, bei denen der Glaube an Gott sehr, man spricht darüber sehr viel, sogar auf ihr Geld drucken sie das und nach jeder Rede der Präsident sagt, God bless you und so weiter und so weiter. Das, aus irgendeinem Grund hat sich das so entwickelt, dass sie sind die Guten. Nochmal, wir wissen schon, dass jeder hat seine Interessen und alle machen auch Blödsinn. Aber trotzdem, wenn wir uns anschauen, global, sofort der Mensch, er hat die böse Seite, die schlechte Seite. Und immer die gute Seite sind die Amerikaner. Immer sie stellen sich auf der Seite der Unterdrückten. Wie ist das zu dieser Entwicklung gekommen? Weil bei ihnen der Glaube an Gott stark ist. Zumindest sie geben es vor, ich weiß nicht, dass sie wirklich glauben, aber nach draußen präsentieren sie, wir glauben an Gott. Und wenn jemand sagt, er glaubt an Gott, kann er nicht offiziell schlecht sein. Er muss gut sein. Er muss sich auf die Seite der Guten stellen, weil ich glaube an Gott. Vielleicht läuft das mehr im Unterbewusstsein ab, diese Sache. Aber Menschen, die nicht an Gott glauben, sie wurden zu den größten Verbrechern der Menschheit. Und Nationen, wo doch der Glaube an Gott da war, sie sind geworden die Beschützer der Welt. Also dieser Glaube an Gott... Es gibt aber auch Leute, die missbrauchen. Ne? Wir kommen noch dazu. Ja. Wir haben geredet ja jetzt von dem klassischen Gottglauben. Ja? Also wir sehen damit, dass der Glaube an Gott, er hat Einfluss auf die Ethik des Menschen. Er hat Einfluss, ob der Mensch gut ist oder schlecht ist. Also da war Chashur, das müssen wir uns merken. Ein Mensch kann nicht sein, ein guter Mensch, wirklich, wenn er nicht an Gott glaubt. Dein Gewissen kannst du reinlegen und auch Angst vor Strafe, okay, das kann man hintergehen. Gut, bis dahin war das wirklich jetzt eine einfache Erklärung. Glaube an Gott. Okay, Glaube an Gott. Aber wir haben ja gesagt, es gibt Leute, die missbrauchen den Glauben an Gott und machen damit Schlechtes. Gerade weil sie religiös wurden und an Gott glauben, sind sie zu Mördern geworden. Und führen Kriege. Gibt es auch. Also der Glaube an Gott allein reicht damit nicht. Wenn man wirklich ein guter Mensch sein möchte, brauchst du den Glauben an Gott, aber den Glauben an Gott, ein Gott, wie es unsere Tora vorschreibt. Das heißt, du musst an Gott glauben und du musst auch an die Tora glauben. Dass das Wort Gottes ist. Und dass das ist, was Gott von mir möchte, in die Tora und nicht was anderes. Warum? Denn wenn wir reden über gut und schlecht, wer definiert, was gut und schlecht ist? Wer definiert, was gut und schlecht ist? Ja, es gibt die einfachen Sachen wie Stehlen, Morden. Ja? Obwohl auch das ist nicht mehr so einfach heutzutage. Wir werden jetzt Beispiele bringen. Wer definiert, was gut und schlecht ist? Der Schöpfer. Der Schöpfer definiert. Ja. Gott definiert, was gut und schlecht ist. Gott definiert es wo? In einer Botschaft, die er uns gegeben hat. Das ist die Tora. Ein Mensch, der ein guter Mensch sein möchte, ein Mensch, der überhaupt wissen möchte, was ist gut und was ist schlecht, er kann sich nicht auf sein Gewissen verlassen. Er kann sich nicht auf Menschen verlassen, die ihm sagen, was gut und schlecht ist. Weil die verlassen sich ja auch nur auf ihr Gewissen und auch nur auf ihre Logik und ihr Verstand, was normalerweise eh gut ist. Wir sind gesunde Menschen. Und trotzdem aber ist unser Verstand und unser Gewissen nicht unantastbar. Es ist nicht die absolute Wahrheit. Ja? Das, was wir heute für richtig verstehen, morgen verstehen wir wieder was anderes für richtig.
Das, was Verfassungen, Gesetze, die geschrieben wurden vor 100 Jahren, für heute sind diese Gesetze untauglich. Sie sind schon unfair. Manchmal ist es umgekehrt. Ja? Wir sehen, wenn wir wissen wollen, gut und schlecht, wir glauben zwar an Gott, aber trotzdem, die Menschen bilden sich ein, sie stellen sich vor, wie Gott ist. Und sie sagen, Gott möchte von mir, dass ich das und das mache. Und im Namen Gottes morden sie dann. Und im Namen Gottes machen sie dann Blödsinn. Das Glaube an Gott ist nicht genug. Wir brauchen auch eine Definition zwischen Gut und Böse. Und diese Definition, erstens, können nicht wir uns selbst geben, weil wir sind manipulierbar. Unser Gewissen ist manipulierbar. Wir sind nie objektiv, weil unser innerliches Monster hat da immer was mitzusagen und spielt herum mit dem, was wir denken und für richtig halten. Aber abgesehen davon brauchen wir also Gott, der uns definiert. Okay, wo definiert das Gott? Gott definiert das in seiner Tora, in unserer Tora. In unserer Tora definiert Gott, was ist gut und böse. Es gibt andere Auslegungen von Menschen, was die Botschaft Gottes ist. Und dort wird auch vielleicht anders definiert, was gut und böse ist. Ja? Man muss jedes schauen, wie es definiert wird. Ein Mensch möchte wirklich wissen, was ist gut und böse. Er muss Gott fragen, der Schöpfer ist und der unantastbar ist, den man nicht bestechen kann, der absolut ist. Und Gott, was Gott möchte, wissen wir nur in dem, was er in unsere Tora schreibt. Ein guter Mensch kannst du wirklich nur sein, wenn du mal weißt, was gut und böse ist. Nicht du kannst das entscheiden, das kann nur Gott entscheiden. Schauen wir uns an. Ein Mensch weiß, es ist verboten zu stehlen. Warum? Ein Mensch weiß, es ist verboten zu morden. Aber nimm diesen Menschen, der dir sagt, es ist verboten zu morden, und frage ihn diese Frage in verschiedenen seelischen Situationen. Er wird ihm anders antworten. Er wird ihm nicht gleich antworten. Ja? Zum Beispiel, jemand sagt, es ist verboten zu schlagen. Und dann fragst du ihn, wenn gerade jemand ihn geschlagen hat und er ist stinksauer, was wird er antworten? Es ist verboten zu schlagen, außer diese Person. Warum? Nicht als Verteidigung, als Rache. Verteidigung ist schon vorbei, ist schon weg. Du fragst jemanden, es ist verboten zu stehlen. Und du fragst jemanden, der hungert. Sagt er, nein, nicht da, ich. Nachon ist verboten zu stehlen, aber wenn ich stehle, und damit ich was zu essen habe und nicht für Reichtum oder so, ist es vielleicht erlaubt. Also wir sehen, der Mensch, obwohl er zu wissen glaubt, was falsch und was gut und falsch ist, aber je nachdem, in welcher Situation er sich befindet, auf einmal er verdreht es so, wie es ihm gerade passt. Deshalb kann der Mensch sich nie auf sich verlassen, denn wir immer leben in einer Situation, wir leben niemals in einer Monologensituation, die ständig gleich ist. Wir haben alle unsere Prüfungen, unsere Herausforderungen, Schwierigkeiten, emotionelle Spannungen. Deshalb, wir können uns selber fragen, was ist gut, heute sagen wir so, morgen sagen wir so, übermorgen sagen wir so. Also auf uns können wir uns nicht verlassen. Wir sehen auch, schaut euch an im Laufe der Geschichte, wie oft sich die Wertvorstellungen der Menschen verändert haben. Unzählige Mal. Ja, vor 100 Jahren, vor 200 Jahren galt es als anständig, wenn eine Frau anständig sich gekleidet hat. Komm, das war anständig. Und wenn eine Frau sich nicht unanständig gekleidet hat, hat man über sie gesagt, sie ist eine Prostituierte. Stimmt's? Das war normal. Das war Anstand. Heute? Was sagen die Leute heute? Eine Frau, die sich anständig kleidet, man sagt, bist du verrückt? Was, schämst du dich vor deinem Körper? Hast du Minderwertigkeitskomplexe? Schämst du dich, dich zu zeigen? Das heißt, bei dir passt dann also was nicht. Heute umgekehrt, eine emanzipierte Frau muss sich zeigen. Sie muss selbstsicher sein. Und wenn man heute einer Frau sagt, zieh dich an, bist nude, sagt man, bist du Fanatikerin, bist du zu religiös geworden schon. Obwohl damals hat das vielleicht nichts mit Religion zu tun gehabt. Das hat nichts mit Religiosität zu tun. Das hat zu tun mit Anständigkeit. Okay? Vor 100 Jahren, vor 200 Jahren, Homosexualität, Geschlechtlichkeit. Früher, das war eine klare Sache, dass das eine Sache ist, die nicht
nicht normal ist und dass man das sicher nicht fördern soll und einfach so hinnehmen muss. Ich weiß nicht, wie die Methoden früher waren, und diskriminieren ist auch nicht was Gutes. Aber heute, man macht Paraden dafür. Ich meine, heute die Leute sind, man sagt den Leuten, ihr könnt stolz darauf sein, weil Liebe steht über alles. Und wenn du heute sagst, das ist nicht okay, bist du diskriminierend. Also, und die Leute glauben daran, die Leute glauben, das ist richtig so. Und was früher war, war primitiv und falsch. Ja? Und so in jeder Sache kannst du sehen, wie haben die Leute damals getickt über eine gewisse Sache und wie ticken sie heute. Früher war es logisch für die Menschen, dass die Welt für den Menschen da ist. Deshalb ich esse Fleisch und ich nütze die Welt für meine Interessen. Heute, die Menschen sagen nein, die Welt, die Tiere haben ein Existenzrecht, die Tiere haben ein Recht zu leben, genauso wie Menschen ein Recht zu leben haben. Wer gibt dir das Recht, ein Tier zu töten? Bist du besser als das Tier, dass du es essen darfst? Gib ihm sein Recht zu leben, wie du Recht zu leben hast. Die Tora sagt nicht so. Die Welt wurde erschaffen für den Menschen. Die Tiere haben nicht ein eigenes Existenzrecht. Die Welt hat kein eigenes Existenzrecht. Die Welt wurde nur erschaffen für den Menschen. Natürlich darf der Mensch die Welt nicht missbrauchen. Gott gibt die Welt in die Hände des Menschen und da muss mit dir verantwortungsbewusst umgehen. Du hast dein Haus, du pflegst es, machst es nicht kaputt. Du wohnst ja darin. Aber zu sagen, dass der Mensch ist auch nur ein Geschöpf in der großen Welt und eigentlich alles in der Welt, alles hat ein Recht auf etwas und der Mensch auch. Das ist nicht richtig. Die Tora sagt in Parashat Bereshit ausführlich, dass die Welt erschaffen wurde nur für den Menschen und deshalb darf er sie gebrauchen. Greenpeace, alle diese Umweltschützer, was, nochmal, das ist an sich nicht was Schlechtes. Die Frage ist aber, was ist deine Wertvorstellung? Wenn du sagst, dass die Umwelt wichtiger ist als der Mensch, das ist falsch. Die Welt wurde nur erschaffen für den Menschen. Natürlich, jemand, der sagt, das alles war ein Zufall, das ist ein Big Bang gewesen, er kann sowas leicht sagen, dann ist der Mensch nichts Besonderes. Und es gab nie eine Schöpfung. Eine Schöpfung, wo der Mensch hervorgehoben wird. Ja? Ja, es gibt, die Frage, wenn Leute fragen, was sagt das Judentum zu Fleischverzehr? Zu Vegetariern? Zu Veganen? Ist das im Judentum was Gutes, was Schlechtes? Was sagt das Judentum so? Die Antwort ist nicht so, die Antwort ist nicht eine Antwort. Es geht nicht darum, was du isst und wie du dich benimmst. Es geht, welche Einstellung dahinter steckt. Wenn ein Mensch kommt und sagt, ich esse kein Fleisch mehr, weil die Tiere gehalten werden auf eine unmenschliche Weise und weil sie gespritzt werden und es ist ungesund, das ist okay. Wenn das der Grund ist, ist das völlig okay. Weil es ist nicht okay, wie Tiere gehalten werden, man missbraucht die Tiere und sicher ist das Fleisch auch nicht gesund. Aber wenn ein Mensch kommt und sagt, ich esse kein Fleisch, weil Tiere ein Existenzrecht haben, nein, das ist eine falsche Wertvorstellung. Das ist nicht richtig. Die Tiere haben kein eigenes, die Tiere sind für dich da. Sind für dich da. Deshalb darfst du sie essen und darfst aus ihrem Fell einen Mantel machen und so weiter und so weiter und so weiter. Die Tiere sind für dich da. Also es ist eine Sache der einen, was ist deine Wertvorstellung? Und wir sehen, was früher selbstverständlich war, heute ist alles schon, alles wendet sich. Und was noch in 100 Jahren sein wird, die haben keine Ahnung. Ich bin sicher, dass in 100 Jahren die Haustiere, ich weiß nicht, mehr Rechte haben werden als wir, aber mehr Rechte haben werden als heute. Ja, und in 100 Jahren werden wir Dinge hören und alles wird so, und es wird normal sein. Heute, ich habe letztens gesehen, dass man schon in Wien war das? Ich glaube in Wien, dass in Wien eine erste Schule eröffnet, wo man wo es auch WCs gibt für Gleichgeschlecht. Maschukas, ich weiß nicht. Das gab es schon immer. Ja, aber früher hat man gesagt, okay, Männer, Frauen, und wer ein Problem hat, das ist nicht eine Sache, auf die du stolz bist. Und heute das gleiches Recht für alle. Ja, oder die Thematik von gleichen Rechten, Männer, Frauen. Wie kannst du Männern und Frauen gleiche Rechte geben, wenn sie verschieden sind? Kannst du nicht. Männer und Frauen sind ja nicht gleich. Weißt du, was in Israel gleiche Rechte bedeutet? Auch gleiche Pflichten. Eine Frau muss ins Militär gehen. Aber du sagst, gleiche Rechte muss auch gleiche Pflichten sein. Aber so ist es ja nicht. Gleiche Rechte, ja, aber nicht gleiche Pflichten. Also was jetzt? Entweder ganz gleich oder es gibt doch Unterschiede. Also früher, das war klar.
Jeder hat, die Tora schreibt, die Tora sagt das. Jeder hat seine Aufgabe auf der Welt. Und je nachdem hat auch jeder seine Rechte in seinen Bereichen. Aber die Welt hat sich verändert. Heute, sie denkt anders. Alles ist ein bisschen verdreht. Und die Spuren zwischen Gut und Böse, nicht nur, dass sie sich verwischt haben, sie haben sich umgedreht. Und das wird sich verändern in 100 Jahren und in 200, das wird sich ständig verändern. Weil das sind Dinge, das ist Gut und Böse, wie es auf das Gewissen des Menschen aufgebaut ist. Und da es antastbar ist, wird sich das immer verändern. Aber es gibt eine einzige Sache, die unantastbar ist, das ist die Tora. Wenn du schaust, was die Tora sagt über Gut und Böse heute und was die Tora sagt über Gut und Böse vor 3000 Jahren, ist es dasselbe geblieben. Die Tora hat sich nicht verändert. Die Wortvorstellungen der Tora sind gleich geblieben. Das ist gut, das ist böse. Und nur wenn ein Mensch sich danach richtet, kann er sicher sein, dass er immer geht den richtigen Weg. Dass er die richtig definierte Dinge zwischen Gut und Böse. Sterbehilfe. Habt ihr gehört, Sterbehilfe? Ist das erlaubt oder verboten? Verboten. Ich frage, nein, ich rede nicht erlaubt, verboten von der Tora. Ich rede, ist es Mord oder ist es eine Mitzwa? Das ist bei uns verboten. Also was willst du wissen? Ich frage euch als Mensch mit gesundem Menschenverstand. Ist Sterbehilfe eine Mitzwa oder ist es gar Mord? Wenn jemand sterben möchte, kann... Jemand möchte sterben. Er hat geschrieben in seinem Testament, wenn ich in so einer Situation bin, bitte steck ab die Geräte, schalt aus oder was auch immer. Er ist besagt, ich möchte sterben. Nein, weil der Mensch nicht das Recht hat. Ich glaube, ab einer gewissen Zeit, wenn er im Koma ist, sagen wir nach 6, 7 Jahren. Das ist eine Ethikfrage jetzt. Genau. Das ist eine Ethikfrage. So eine Ethikfrage, wer kann sie beantworten? Der Mensch. Der Mensch anhand seines Gewissens kann das beantworten. Wir sehen, es gibt Menschen, die das beantworten wollen. Und die einen sagen, es ist erlaubt. Sogar eine Mitzwa. Das ist eine gute Tat. Du hilfst den Menschen, um seinen Qualen freizukommen. Dann sagen, das ist riskant. Wer sind wir, dass wir Leben und Tod entscheiden? Aber die Tora sagt klar und deutlich, das ist Mord, das darfst du nicht machen. Solange die Seele am Körper gebunden ist, hat sie eine Mission auf dieser Welt. Auch wenn sie sich in Leid ausdrückt. Vielleicht ist das eine Vergebung der Sünden von einem Vorleben, ich weiß es nicht. Alles hat einen Sinn. Deshalb kannst du nicht, solange ein Mensch, wenn Gott ihn nehmen möchte, wieder ihn nehmen. Oder dass du was dafür machen musst. Aber wir sehen, wenn ein Mensch gut und böse definiert anhand seines Verstandes, er kann ein Mörder werden. Und er glaubt doch, er ist ein guter Mensch. Ja, schau dir an, die islamistischen Terroristen. Im Namen Gottes bringen sie Menschen um. Sie sagen, das ist eine Mitzwa, Ungläubige umzubringen. Sie glauben zwar an Gott, aber sie glauben an welchen Gott? Nicht an Gott, wie es unsere Tora sagt, wer Gott ist und was er möchte. Ich weiß nicht, woran sie glauben. Ja. Sie glauben, was sie eben glauben. Aber wir sehen, dass der Lawleh, das hat nichts, deshalb bemerkt, man kann nicht sagen, dass der Glaube an Gott alleine recht ist und guter Mensch bist. Denn Gott kannst du auch interpretieren, wie du möchtest. Sag mal, aber wann ist eigentlich eine Abtreibung ein Mord? Hast du eine gute Frage gestellt. Abtreibung, ist das erlaubt? Ist das ein Mord? Manche meinen, Abtreibung sei ein Frauenrecht. Die Frau hat Recht über ihren Körper. Andere sagen, nein, ab einem gewissen Monat. Ja, bis danach nicht. Was ist das jetzt? Mord, nicht Mord. Auch eine Frage der Ethik. Die Tora sagt es gleich mal, das ist Abtreibung, ist Mord. In dem Moment, wo Leben da ist, und das ist von Anfang an schon so, in dem Moment, wo die Frau überhaupt weiß, dass sie schwanger ist, das passiert nach einem Monat. Ja? 2 Wochen, 1 Monat, was soll das sein? 2 Wochen. Ja, 2, 3 Wochen. Dort ist schon Leben begonnen, laut der Tora. Da kann man nicht mehr abtreiben. Wer abtreibt, ist ein Mörder. Ja? Also wir sehen, Mehmet, ohne die Tora wirst du diese Dinge nie Klarheit darüber haben und kannst Fehler machen. Grobe Fehler. Ja, jemand verliert was auf der Straße, du hast es gefunden. Wem gehört es? Steht. Nein, nicht, ich rede von der Logik. Von der Logik hat es mir jetzt verloren. Wem gehört es? Zu dem, aber wenn ich es finde. Wenn man nicht weiß, wem es gehört. Du weißt, du hast einen Zettel drin. Geldbörse hast du gefunden. Musst du es zurückgeben? Na dann schon. Wer sagt das?
Das Gewissen, das. Dein Gewissen sagt dir nur. Und wenn dort viel Geld drin ist und du brauchst es dringend, das machst du dann. Das gehört dir aber nicht. Darum geht's. Okay, du tickst so. Ich bin sicher, jemand anderer tickt anders. Nein, was heißt, ich habe das gefunden. Gott hat es mir geschenkt. Warum, ey? Gott hat er das unabsichtlich verloren. Ich habe es unabsichtlich gefunden. Alles von Gott gelenkt. Das ist sogar noch ein religiöses Argument. Gottes Geschenk. Choliot? Kann man so ticken? Ja, aber wenn ein Ausweis drin ist, dann hat das ja... Aber ich frage, kann das ein Argument sein? Ja. Gott hat es mir geschenkt. Das kann ein Argument sein. Nein, aber wir sehen, der Mensch glaubt an Gott, aber er sagt, das ist okay. Ich sage euch, gesetzlich. Laut dem Gesetz, vom Staat. Du findest ein Fundstück, müsstest du es zurückgeben? Ja. Wenn es nein, ich rede von hier, Gesetz vom Staat, österreichisches Gesetz. Musst du zurückgeben? Ja, ja. Musst du und wenn du nicht trinkst, du machst dich... Strafbar. Ja? Wenn es Zeichen gab, dann ist es nur strafbar. Aber ich bin sicher, dass das nicht in mir ist. Du hast Recht auf einen Finderlohn. Aber du hast Recht auf einen Finderlohn, okay. Also dieses Recht hast du. Du hast Recht, nicht, du hast Recht, du hast das verdienst du. Man muss dir das geben, Kilo. Ein gewisser Prozent. Ja. Also ich bin sicher, es gibt Länder, wo das nicht Gesetz ist. Wenn du es findest, kannst du es nehmen. Du kannst ein guter Mensch und es zurückgeben, aber du musst nicht. Es gibt sicher so welche Länder auch. Aber auch hier, die Tora sagt klar und deutlich, es hat Zeichen, musst du zurückgeben. Es hat keine Zeichen. Hast du es dir behalten, weil du weißt nicht, wem es tust. Und jeder kann kommen und sagen, es gehört mir, wenn es keine Zeichen hat. Okay? Also wir sehen eben, wie bemerkt, guter Mensch geht nur, wenn man an Gott glaubt. So, diese Sache gilt nicht nur für uns Juden, auch für die Goyim. Wir, weißt du, wir, die Menschen sind gewohnt zu sagen, die Juden missionieren nicht. Und sie bären sie. Hauptsache, wir machen, was sie machen, die anderen machen, was sie machen. Aber das ist nicht richtig. Die Tora schreibt ja auch für die Goyim vor, wie sie sich benehmen müssen. Die Tora redet von 7 Geboten, die Goyim haben. Ja, der Glaube an Gott und so weiter. Also so wirklich basic Sachen. Dinge, die Goy machen müssen. Aber jetzt, wenn wir uns anschauen, wie Maimonides schreibt über diese Gesetze, er sagt so, dass ein Nicht-Jude, der diese 7 Gebote erfüllt, muss sie erfüllen, weil Gott sie in der Tora geboten hat. Aber wenn er sie erfüllt, wegen seines Gewissens, gilt er nicht als Gerechter der Welt. Und hat keinen Anteil an der künftigen Welt. Genug, er hat nichts gemacht. Sondern der Rambam legt fest, dass auch ein Nicht-Jude, der ein guter Mensch sein möchte, er kann das nur sein, erstens, wenn er an Gott glaubt, aber wenn er an welchen Gott glaubt? An den Gott, wie wir das definieren, wie es in der Tora definiert wird, was Gott von einem Menschen möchte. Und nicht anders. Und weil es ist logisch, denn in dem Moment, wo der Mensch ein guter Mensch ist, anhand seines Gewissens, heute dein Gewissen sagt ihm so, morgen sein Gewissen sagt ihm anders. Nein, natürlich morde ich nicht. Aber abtreiben, ja, das ist kein Mord. Sterbehilfe, ja, das ist kein Mord. Ja, ich sagte, ich bin davon überzeugt, dass die Nazis, die Machschimam, sie haben auch gewusst, dass Morden verboten ist. Aber sie haben sich eingeredet, dass Juden und Minderwertige zu ermorden eine Mitzwa ist. Aber sie, ihre eigenen Kinder, sie haben sie auf sie aufgepasst, wie ihren Augapfel, nehme ich an. Hon, auf ihr eigenes Volk haben sie aufgepasst. Also sie haben auch gewusst, sie haben gewusst, dass Morden verboten ist. Ich bin sicher, ein Nazi ist nicht auf der Straße gegangen, hat am Markt Leute umgebracht. Er hat gewusst, Morden ist verboten. Aber er hat sich eingeredet, die Juden muss man beim Morden, weil sie sind schädlich oder was auch immer. Also ein Mensch, ein Mengoi kann daran glauben, dass Morden verboten ist und trotzdem kann er sagen, aber das und das ist trotzdem erlaubt. Das heißt, sogar die Goi müssen daran glauben, dass das alles von Gott kommt, aber von Gott, wie die Tora das schreibt. Das ist sehr, sehr wichtig, dieser Unterschied. Gott Glaube allein ist heute nicht mehr genug, weil man das missbrauchen kann. Unser Monster kann auch Gott missbrauchen für seine Zwecke. Im Namen Gottes Menschen umbringen und Blödsinn machen. Okay? Damit das ist das, was wir haben in unserer Parasha. Wir haben Parashat Mishpatim. Parashat Mishpatim redet über die Menschen zwischen Mensch und Mensch. Und trotzdem, Parashat Mishpatim beginnt mit einem Waffe. Ve eleha Mishpatim. Und das sind die Gesetze. Und die Kantonen fragen, was ist und das sind die Gesetze? Eine Parashat beginnt normalerweise nicht mit und das. Sie beginnt, das sind die Gesetze.
Es ist ein neuer Anfang. Was bedeutet und? Das sind die Gesetze. Ja. Dieses und verbindet zwischen dem, was davor war. Und die Kommentatoren erklären, ja, davor war Matan Torah. Letzte Woche haben wir Parashat Yitro die Torah bekommen. Und Gott hat sich uns offenbart. Und wir haben alle sofort verstanden, ich meine, wir haben es mit Gott zu tun, das sind nicht Dinge, die auf unserer Logik basieren. Gott basiert nicht auf Logik. Gott ist übernatürlich, Gott ist unantastbar. Kommt die Torah und sagt, hast du gehört, Gott hat mit dir geredet, er ist unantastbar. Wisse, dass Gottes Gesetze nicht nur unantastbar sind, wenn sie mystisch sind und du sie nicht verstehst. Gottes Gesetze sind auch unantastbar, wenn es um Zwischenmenschlichkeit geht. Auch dort sind die Gesetze Gottes unantastbar. Auch diese Gesetze sind nicht Gesetze, die du auf deinen Verstand aufbauen kannst. Auch diese Gesetze musst du aufbauen auf die Torah, auf den Glauben in Gott, dass Gott möchte, dass das so ist. Wo ist das sehr relevant? Dass der Mensch manchmal glaubt, ich werde jeden Tag Tefillin legen, weil Gott hat mir gesagt. Und ich weiß ja nicht, was das bewirkt. Also wird es sicher, ich mache es, weil Gott mir gesagt hat. Aber wenn es geht um Gesetze zwischen Mensch und Mensch, wo der Mensch schon ein bisschen versteht den Sinn, er beginnt seine Ausnahmen zu finden, seine eigenen kleinen Gesetze zu erfinden, wann es erlaubt ist, wann es nicht so schlimm ist. Ja, oft wir verstehen nicht die Logik hinter einem einfachen Gesetz, das die Tora uns sagt, was zwischenmenschlich ist. Und wir sagen, okay, da es zwischenmenschlich ist, erlaube ich mir, meinen Verstand mit einzumischen. Erlaube ich mir selbst zu entscheiden, inwiefern das richtig oder falsch ist. Und das wird oft bei Betrügereien. Geldangelegenheiten. Ja, einen Schabbat halten die Menschen. Wenn es geht um Geld verdienen, auf einmal, das ist erlaubt, das ist erlaubt, das ist erlaubt. Ja, sie wissen auch, was verboten ist, machen nicht. Aber gewisse Dinge erlauben sie sich auf einmal. So, ja, so, nein. Steuerunterzug. So, wollen wir nicht, warum? Ah, sagt er, nein, auch das. So wie du Tefillin legst, ohne zu hinterfragen, sei auch, macht die Gebote zwischen Mensch und Mensch und ohne zu hinterfragen. Mach sie, weil sie sich so gehören. Schut. Ich glaube, wir haben heute gelernt etwas sehr, sehr Grundlegendes. Ein guter Mensch bist du nur, wenn du an die Torah glaubst. Ohne Torah glaubst du, ein guter Mensch zu sein, aber du kannst der größte Sündenbock sein. Zwischen Mensch und Mensch, zwischen menschlichen Sachen. Ich rede nicht zwischen Mensch und Gott, zwischen Mensch und Mensch. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr wichtige Sache, die man im Kopf haben muss. Guter Mensch geht nur durch Religiosität. Durch die Torah, nicht durch andere Sachen, nur durch die Torah. Andere Sachen bringen dich woanders hin. Es war mal ein, damit wollen wir abschließen, es war mal ein jüdisches Mädchen, hat Militär absolviert. Und so wie viele hat es gesucht, die Wahrheit in Fernost. Ja, weißt du, kann sein. Die Wahrheit in Fernost ist gefahren irgendwo nach Indien oder ich weiß nicht wo genau, Fernost. Und wollte sich anschließen an irgendein Kloster. Aber sie war ein ehrliches Mädchen. Hat gesucht von Kloster zu Kloster. Eine Woche war sie hier, hat ihr nicht gefallen, hat sie nicht gepürt, das ist ihr Ding. Dann stand sie vor so einem Kloster, so einer Sekte, die sehr geschlossen war, ohne viel Werbung, ohne viel. Sie hat gesagt, ich möchte noch rein. Man hat sie nicht reingelassen, das hat ihre Neugier noch mehr erweckt. Und sie ist draußen gestanden, hat gefastet, hat gebettelt, bis man sie reingelassen hat. Und dort hat sie gefunden ihre Wahrheit, ihre Religion. Sag ich mal, hat ihr gefallen dort? Seriös, tiefgründig. Ja. Sie hat geglaubt, sie erreicht den Himmel damit. Und sie hat den Eltern davon erzählt. Und die Eltern haben gesagt, was misst du, Kilo? Hin, her. Kilo, pass auf, übertreibe es nicht. Doch. Dann eine Zeit lang war sie dort und das ist ja gesteigert, hat man ihr vorgeschlagen, dass man sie ernennen möchte zu einem Guru oder sowas. Und dafür müsste sie all das, woran sie bis jetzt geglaubt hat, abschwören. Kilo, Judentum abschwören. Und sie war dazu bereit. Judentum war überhaupt nicht wichtig. Daran hat sie überhaupt nicht geglaubt. Sie hat es den Eltern erzählt und gesagt, nein, was machst du? Wir müssen nicht heiraten. Keine Enkelkinder, das würde ich sagen. Kein Enkelkinder, wer wird Kaddisch sagen? Gut, sie konnte so nicht Kaddisch sagen. Aber und sie hat gesagt, Eltern, lasst mich in Ruhe. Ich möchte nie wieder mit euch reden. Weil die Axis wird mich nicht aufgelegt. Man hat nie wieder was von ihr. Wir haben von ihr jahrelang nichts gehört. Dann auf einmal, die Großmutter ist gestorben. Dann hat sie das gesagt. Und sie hat gewusst, sie muss kommen für Kavod, für die Eltern. Sie ist geflogen nach Israel für diese eine Woche. So schnell, spontan. Dort hat man versucht, sie zu überreden. Tag für Tag sind gekommen Rabbiner nach Hause. Nichts hat geholfen. Nichts.
am Schabbat, letzter Tag, am Sonntag muss sie abfliegen, hat der Vater gesagt, Schma, ich bitte dich, geh zu dem Rav hier. Rav, ein junger Mann, er ist neu in Chulon war das, ja. Neu, geh zu das Schlischit, rede mit ihm, mach mir, letzten Gefahren, er wird besedet für dich. Ich werde, er will mich manipulieren, ich weiß es, aber besedet. Für meinen Vater mache ich es. Sie ist gegangen ein bisschen früher. Sie ist gegangen vor Mincha zum Shiur. Hat nicht gewusst, welche Shiur die war. Wollte gehen in die Synagoge früher schon. Und der Rav hat gehalten den Shiur. Der Rav hat genau gehört, was sie hier lernen. Der Rav hat geredet darüber, dass ein Mensch muss mit Wort machen, weil Gott es ihm sagt. Sogar zwischenmenschliche Sachen. Denn wenn er die Dinge macht, wenn es auf seinem Verstand beruht, der kann daneben gehen. Der Verstand ist manipulierbar. Und sie hat gefragt, wozu brauche ich Gott, um ein guter Mensch zu sein? Das ist doch logisch. Hat der Rav geantwortet, ja, die Nazis waren super kultivierte Menschen und sie haben trotzdem gemordet im Namen ihrer Vernunft. Doch. Nach dem Shiur, nach dem Mincha, der Rav hat mit ihr geredet, das hat nichts geholfen. Am nächsten Tag ist sie geflogen zurück und stand schon davor, diesen Prozess zu machen, um ein Guru zu werden. Und sie sind gegangen in einer Gruppe von 10 Leuten oder so, auf einen Berg hinauf und mit Sonnenaufgang hält man sich die Hände, sagt irgendetwas und dann machen wir diese Zeremonie. Und sie geht auf den Berg hinauf, so konzentriert. Auf einmal sie sieht, dass der Hauptmann dort ganz vorne findet den Geldbörsel, Portemonnaie und steckt es in die Tasche. Und sie fragt ihn, schau, was hast du vor damit zu machen? Vielleicht ist dort ein Bild, Name, Kreditkarte. Was antwortet dir? Nach unserem Glauben, das, was du findest, hat dir geschenkt eine höhere Kraft. Das ist von oben so bestimmt, das gehört dir. Deshalb hast du das gefunden. Musst du nicht zurückgeben. Ja. Und sie geht und auf einmal ihre ganze Welt geht unter. Alles, was sie dort gelernt haben, sie sagt, das ist ein Blödsinn. Im Namen der Religion, sie sind schlechte Menschen. Sie machen ihre eigenen Gesetze. Und sie hat sich erinnert, dass Draghi gesagt hat, dass wenn man Dinge macht, anhand von dem, was du verstehst, kannst du weit wegkommen von dem, was sein sollte. Dann im letzten Moment hat sie das verlassen, nach Israel zurückgefahren und wurde religiös und so weiter, wie es sich gehört. Okay? Das ist da eine kleine Geschichte. Aber das passiert uns so oft im Laufe des Lebens. Sicher auch im Laufe des Tages. Dass wir müssen definieren, was ist richtig, was ist falsch. Und zu oft verlassen wir uns auf unser Gewissen. Und wer meine Tora? Nur die Torah kann uns sagen, was richtig oder falsch ist. Chazakim u'bruchim tehiyu.